Jo, was geht? Hier ist euer Sanchez. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das heutige Thema ist Mini-Unboxing. Wie ihr zu meiner Linken sehen könnt, habe ich was von Asus bestellt. Beziehungsweise die gleiche Brille nochmal. Warum? Kommen wir gleich zu. Ja. Wie ihr hier sehen könnt, ist das die gleiche Brille, die ich aufhabe. Kommen wir dazu, warum ich mir die Brille gekauft habe. Also ich bin schon seit längerem auf der Suche nach so einer Brille mit getinnten Gläsern beziehungsweise mit bläulichen Gläsern. Und ja, da war ich halt auf Asus unterwegs, habe einfach die Brille gesehen. Ursprünglich ist sie von Bershka, aber Asus bietet die auch an und sogar billiger. 3 Euro billiger, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, habe ich einfach zugeschnappt. Jetzt kommen wir dazu, warum ich mir die Brille doppelt gekauft habe. Das ist ganz einfach. Also die Brille gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Auch diese bläulichen Gläser, die sind echt optimal. Die haben auch sogar einen UV-Schutz. 100% sogar. Ja, von der Größe ist die Brille sehr, sehr gut. Also zu mir passt die auf jeden Fall prima, perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das einzige Problem an der Brille ist, dass links und rechts an den Bügeln Schmetterlinge sind. Und das jetzt, hat mir jetzt nicht so gefallen, weil das eigentlich sehr feminin ist. Das ist auch übrigens eine Frauenbrille, also aus der Frauenabteilung habe ich die Brille gekauft. Ja, und deshalb habe ich dann die Schmetterlinge abgemacht. Links und rechts habe ich sie dann beide weggemacht. Ja, aber das war nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die Brille mir, nachdem ich die abgemacht habe, die Schmetterlinge, auf den Boden gefallen ist und dann hier so ein Stück aus der Brille rausgebrochen ist, aus dem Glas. Und dann dachte ich mir, okay, komm, die kannst du zwar behalten, kannst ein bisschen mit rumlaufen, aber ich weiß nicht, ob das was für die Zukunft ist. Nicht, dass sie wieder auf den Boden fällt und dann die Brille wieder kaputt geht, oder beziehungsweise dass die Brille wieder auf den Boden fällt und dann die Gläser wieder rausfallen. Dann dachte ich mir, komm, ich hole die Brille einfach nochmal. Das heißt, auch in der 90 macht man sowieso nichts falsch. Und da mir die Brille sowieso sehr gut gefällt und auch zu mir passt und mir steht, habe ich einfach die Brille nochmal gekauft. Ja, und her mit die Brille. Ich kann auch so eine Brille nur empfehlen. Also wer auf so einer Brillenart steht, beziehungsweise mit gleichgetönten Gläsern, der kann sich so eine Brille gerne zulegen. Also da macht man nichts verkehrt. Besonders nicht für 12,99 €. Ich blende euch dann hier noch ein paar Close-Ups ein, damit ihr auch genau den Farbton der Gläser erkennen könnt und auch die Schmetterlinge an der Seite und euch dadurch ein eigenes Bild verschaffen könnt. Und ja. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich die Brille in der Beschreibung verlinkt habe, falls ihr die Brille auf Asus nicht finden solltet, weil sie halt bei der Frau gelistet ist. Und ja, deshalb seid schnell, weil ich weiß nicht, wie lange die noch erhältlich sind. Und es waren schon einige verkauft worden. Und ja, bevor sie ausverkauft sind, holt euch lieber noch eine. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir auch vielleicht ein bisschen intensiver in diesem ganzen Brillenthema eingehen können. Und ich euch dann ein paar Seiten empfehlen kann oder, keine Ahnung, wir ein bisschen mehr in die Thematik der Brillenrichtung gehen können. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.